Nehmen wir euch mit 48 Stunden nach Island. Heute erzähle ich euch, was wir in diesen 48 Stunden alles gemacht haben. Wir haben nämlich sehr viel entdeckt. Wir haben Wasserfälle gesehen, wir waren in heißen Quellen baden, haben wirklich richtig gut gegessen und uns das kleine Städtchen Reykjavik angeschaut. Sind wir gelandet, Mietwagen genommen und erstmal nach Reykjavik gefahren zur Unterkunft. Übernachtet haben wir wieder in einem kleinen Airbnb, in einem ehemaligen Pferdestall. Das war umgebaut, das war richtig süß und schön gemacht. Auch das war wieder sehr, sehr kinderfreundlich, sodass wir da ganz entspannt übernachten konnten. Die haben auch ein kleines Bett für Frieda bereitgestellt, ein paar Spielzeuge. Es ist wirklich phänomenal, es reicht immer, wenn es auch nur 2-3 Spielzeuge sind. Dann ist sie total begeistert davon, weil es eben was Neues ist und sie das nicht kennt und das halt eine Abwechslung ist zu den paar Spielsachen, die wir dabei haben. Nach dem Flug haben wir uns da ausgeruht und was gegessen und haben den Abend gemütlich ausklingen lassen. Das ist ja in Island ziemlich lange, denn es ist ja ewig lange hell, also quasi die halbe Nacht. Ab 1 Uhr nachts wird es so ein bisschen dunkel oder dunkler. Richtig dunkel wird es zu dem Zeitpunkt eigentlich nie. Wir waren dort jetzt im Juli, das war also quasi im Hochsommer. Island in Island! Ganz genau. Und guck mal, die Sonne scheint noch da. Es ist schon ganz schön spät, ne? Es ist schon 7 Uhr. Trotzdem ist die Sonne noch ganz hoch da oben. Am nächsten Morgen sind wir gemütlich los und haben eine kleine Tour gemacht. Wir sind also rund um Reykjavik erstmal geblieben. Und haben auch dort übernachtet, die 2 Nächte, die wir dort waren. Wir sind also freitags nachmittags angekommen und sonntags nachmittags wieder gefahren. Waren insgesamt nur 48 Stunden dort, haben aber schon einen ganz coolen Einblick bekommen und einiges gesehen von der Insel. Natürlich, das letzte Mal mit meiner Mutter habe ich die Insel komplett umrundet. Das heißt, es gibt noch viel, viel mehr zu entdecken, als wir eigentlich gesehen haben. Aber wir haben schon ein paar Sehenswürdigkeiten abklappern können und uns einen Eindruck verschaffen können von dieser schönen, kleinen, rauen Insel. Zunächst mal sind wir durch die Lavafelder raus aus der Stadt gefahren und haben auch da schon mal ganz tolle Einblicke gehabt, wie die Landschaft so in etwa aussieht. Dann sind die Kinder eingeschlafen und wir haben uns einen schönen kleinen Wasserfall angeschaut, der angeblich sogar schöner sein soll als der Gullfoss, der große Wasserfall, weil man bei dem kleinen natürlich viel weniger Touristen hat und der nicht so überlaufen ist und der war auch wirklich spektakulär. Also Wasserfälle gibt es dort richtig, richtig viele, die auch wirklich Unmengen an Wasser transportieren, die natürlich alle aus den Bergen und von den Gletschern kommen. Das ist wirklich spektakulär, das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Moin, moin aus Island. Wir sind hier am voluminösesten Wasserfall Islands, der Urriðafoss. So irgendwie heißt er, könnt ihr so genau sagen. Die Kids sind im Auto und schlafen und wir gucken uns kurz den Wasserfall hier an. Ziemlich laut. Höchst verantwortungsvoll sind es aber nur 200 Meter bis zum Auto natürlich. Immer in Sichtweite. Ja. Und anscheinend ist es hier gut zum Angeln, wie man sieht. Ganz viele Angler hier. Und wir haben mega Glück im Wetter. Es ist sehr sonnig und schön und wir fahren jetzt gleich mal weiter. Nach der Mittagspause sind wir dann weitergefahren zu einem kleinen Ort, an den ich mich noch erinnern konnte. Und er ist echt unfassbar schwer zu finden, aber es lohnt sich wirklich, immer weiter zu fahren und doch zu suchen, wo er denn ist. Die Welle, die so in diesen hügeligen Bergen versteckt ist. Und das Coolste war eigentlich, neben uns war kaum noch jemand da. Also es war noch ein anderes Pärchen dort, die da drin saßen und wir haben uns dann ausgezogen und sind in diese heiße Quelle rein. Also es ist eigentlich nur so 2 auf 2 Meter groß, kleines Loch, wenn überhaupt, wo man sich reinsetzen kann. Eigentlich will man auch gar nicht mehr wieder raus. Paul haben wir nicht reingesetzt, weil ich nicht weiß, wie gut das ist, mit so einer Babyhaut da in so einer heißen Quelle zu sitzen. Aber Frieda hat es total genossen und fand es richtig toll und wollte gar nicht mehr rausgehen. Und dort konnten wir dann auch noch so ein bisschen die Natur genießen. Da war ein ganz tolles Feld, wo wir ein bisschen spazieren konnten. Und da waren 2 Schäfchen, die Frieda unbedingt von nahem sehen wollte. Deswegen sind wir dann dahin gelaufen und haben uns die mal angeschaut. Ich war einfach total begeistert, dass wir diese kleine Quelle nochmal gefunden haben und ich die meiner Familie auch mal zeigen konnte.
Danach sind wir weitergefahren. Wir haben also so eine kleine Rundtour gemacht und haben uns den Gullfoss angeschaut. Das ist der goldene Wasserfall. Der ist wirklich sehr, sehr besucht. Also sie bauen das jetzt sogar noch weiter aus. Es sind Unmengen Leute dort. Das Wetter hat sich zu dem Zeitpunkt dann auch noch mal ein bisschen verschlechtert. Das ändert sich dort andauernd. Da muss man mal ein bisschen aufpassen. Und hinter uns ist der riesige Wasserfall. Jim, Frieda, komm, wir zeigen den mal. Aber wir haben uns den angeguckt, wurden auch gut nass und normalerweise, wenn die Sonne scheint, deswegen heißt er auch goldener Wasserfall, macht er so einen Regenbogen und das Wasser sieht ganz golden aus. Richtig toll, er ist aber auch, wenn es richtig hart und rau ist, richtig schön. Es lohnt sich schon, da vorbeizufahren. Es ist auch nicht wirklich weit weg von Reykjavik, es ist ungefähr so 1,5 Stunden Fahrt. Es liegt auf dem Weg. Wir haben uns dann auch noch in Geysir mehrere Geysire angeguckt. Der ein Geysir selbst schläft, also nicht zu verwechseln. Der Stockhur allerdings, der sprüht. Man weiß nicht so genau wann, das war auch ganz witzig, denn da haben wir jemanden gesehen. Die Person hat das nicht so richtig mitbekommen, wann das denn da losgeht. Und dass das halt dann auch vom Wind verweht wird, was da so in die Luft gesprüht wird. Und wurde ziemlich nass. Und wir hatten aber das paar Mal sehen können, wie der dann da so aus der Erde raussprüht. Das ist schon phänomenal, dass da einfach dieses Wasser aus der Erde einfach unvorhergesehen raussprüht. Frieda fand das total klasse. Das ist da wirklich spannend, was die Erde so macht unten drunter. Und man kann doch vieles erklären und sehen und anschauen, was es da so gibt. Auf dem Rückweg haben wir dann noch einen Stopp gemacht in Delfos. Da waren wir sehr, sehr lecker Abendessen. Das kann ich wirklich auch nur empfehlen. War wirklich fein und lecker. Dann sind wir total fertig wieder zurückgefahren durch die Lavafelder nach Hause, nach Reykjavik. Und sind dann ins Bett gefallen. Obwohl es nicht dunkel war, haben wir wunderbar geschlafen, weil wir so viel erlebt haben an dem Tag. Und am nächsten Tag, morgens, haben wir einen Abstecher gemacht nach Reykjavik, bekannte Kirche angeschaut. Dann sind wir ein bisschen durch die Altstadt getingelt und haben uns die ein bisschen angeguckt. Das ist einfach Reykjavik, obwohl es die Hauptstadt ist, ein ganz kleines, süßes Örtchen, könnte man sagen, wo es ganz viele kleine, tolle Läden gibt und auch Bäckereien. Es war leider Sonntag, es war nicht alles geöffnet. Und dann waren unsere 48 Stunden auch wieder schon vorbei und wir haben uns auf den Weg zum Flughafen gemacht. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Like. Wenn ihr Fragen habt, fragt uns gerne. Ihr könnt uns erreichen über Instagram, Kleine Königin auf Weltreise. Tschüss!